Stellen Sie sich vor, liebe Zuschauer, dieser Feuerhaken ist eigentlich ein Laserschwert und Tankstellenmitarbeiterin Manuela Grage aus Hettstedt in Wirklichkeit Prinzessin Leia. Ich hatte den Plan mit dem Feuerhaken vorher schon im Kopf. Wenn er bei mir kommt, dann nehme ich einen Feuerhaken. Von mir kriegt er nichts. Nur so erklärt sich möglicherweise, warum die folgende nachgestellte Szene erstens so glimpflich und zweitens mit einem Sieg der furchtlosen Prinzessin Leia von Hettstedt ausgegangen ist. Geld her! Nein! Ich brauche das! Nein! Warum? Ich zeige dir, was du brauchst, mein Freund. Ich habe einen Knopf gedrückt, in 3 Minuten sind die Bullen hier. So jedenfalls hat sich zugetragen, was Manuela Grage in ihrer Tankstelle widerfahren ist. Der Räuber kam mit Darth Vader-Maske, bei Star Wars Symbol für das böse Imperium. Im Film schlägt normalerweise das immer zurück. In Hettstedt hingegen war das Gute unbezwingbar, denn Manuela war vorbereitet. Eine Woche vorher wurde der Chat hier in Hettstedt überfallen. Und da hatten wir ja schon die Infos, dass er eine Maske trägt. Im ersten Fall wurde von einer sogenannten Halloween-Maske berichtet. Im zweiten Fall hat der Täter eine Plastikmaske in Form einer Figur von Darth Vader getragen. Da war ich drauf vorbereitet und konnte, wir haben hier viel drüber geredet und dann konnte ich ja mir einen Plan zurechtlegen, was ich mache, wenn er zu mir kommt. Allein die Drohung mit dem Feuerhaken, also Manuelas Laserschwert, genügte, den Mann ohne Beute in die Flucht zu schlagen. Mit Halloween-Maske ein paar Tage zuvor hatte er mehr Glück. Er verschwand mit einem dreistelligen Betrag. Ich habe 4 Kinder auf die Welt gebracht. Ich habe keine Angst. Ich habe alles erlebt. Also eigentlich war ich darauf vorbereitet, dass, wenn er bei ihr kommt, dass nichts weiter passiert. Also dass sie wirklich da kein Geld rausgibt und sich wehrt. Und sie hat das immer gesagt, wenn er bei mir kommt, der kriegt nichts. Und das hat sie umgesetzt. Er hatte ein Messer und er hatte ja keine Schusswaffe. Ich glaube, bei einer Schusswaffe hätte ich anders gehandelt, aber bei einem Messer habe ich mich in keiner Weise gefährdet gesehen. Und trotzdem warnt die Polizei, bitte nicht nachmachen. Wir empfehlen eher eine defensive Verhaltensweise, sollte man sich mit einem unberechenbaren Täter konfrontiert sein, denn das birgt erhebliches Gefahrenpotenzial. Also während des Überfalls hatte ich gar keine Angst. Ich bin da sehr hart im Nehmen. Wie er weg war und ich abgeschlossen habe, da bin ich doch schon leicht zusammengebrochen, aber nach ein paar Tagen, mir geht's gut, ich bin auch gleich wieder arbeiten hier. Noch ist der Räuber nicht gefasst, aber Hettstedt ist kein gutes Pflaster mehr, weder für Darth Vader noch für andere Finsterlinge.